So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Arc V Special. Ja, es gibt endlich wieder eine neue Folge. Letzte Woche kam leider nur eine. Und zwar wollen wir mit dem Story-Modus weitermachen. Übrigens vergesst mal nicht hier oben Discord, Twitch und Facebook abzuchecken, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir haben das vierte Herz voll. Wir sind kurz davor, den Stern zu bekommen. So, es wurde sich übrigens Cyberdrachen gewünscht. Ich habe auch schon geguckt. Ja, Bosch kam etwas später raus. Was ich aber auch schon gesehen habe, wir haben schon ein paar DDD-Karten hier im Spiel mit drin. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber es gibt auf jeden Fall ein paar drin. So, wir kaufen jetzt erstmal hier drei Cyberdrachen Structure Decks. So, das müssten jetzt drei sein. Dann öffnen wir das Ganze mal. So. Wir haben drei Cyberdrachen Core, drei Cyberdrachen 3, drei Cyberdrachen. Nochmal den schwarzen Cyberdrachen, den Nummer 2, den rote Cyberdragon, Cyber Tal, Cyber Larve, Cyber Phoenix, Cyber Dinosaurier, Cyber Entellion, Amor, Cybern, Detelet, keinen, Solar Weinjammer, Jade Knight, Falcon, Reflect Bander, The Light Fusion, Shining Angel, Cyber Twin Dragon, Cyber Nova, Repair Plant, Burst, Super Poly, Power Bond, Limited Removal, Mega Morph, DDD Different Dimension, Trans Modify, Mystic Space Typhoon, Heavy Storm, Cyber Network, Cybernetic Hidden Technology, Tree of a Kind, Trapstone und Dimensionsgefängnis, genau. Schlimmes Desaster, wie es hieß. Baboku, Call of the Haunted. Und das war's. 126 Karten durch drei Structure Decks. Und dann wollen wir mal noch ein bisschen was öffnen. Ich muss dann gleich noch mal gucken, wo wir Maschinenduplizierung herbekommen. Da weiß ich das nämlich gerade nicht, wo hier in drinnen sein könnte. Aber wir wollen ein paar Gold Series öffnen. Und zwar, hier kriegen wir auf jeden Fall einige schöne Karten raus, ja. Müssen wir mal kurz gucken. Ich würde sagen, wir kaufen davon erstmal, glaube, ich will nicht allzu viele kaufen, weil da zieht man recht schnell die Karten, da lohnt sich ein Display meistens nicht. Ich glaube, wir holen uns die Hälfte von dem Display. Das sollte, glaube ich, ausreichen. So. Und es sind ja sehr, sehr wenige Karten drin. Ja, wir haben 5 Jinsos, 3 Waterpons, 2 Sangran, der verboten ist, 2 Dandelion, Exodia, Cyber Dragon, Honest, Bryonek, Heavy Storm, MST, Swords, Monster Reborn, Scapegoat, Crush Card, TT und Royal Decree, den wir zweimal haben. Bodenlose Mirror Force, okay. Gut. Haben wir alles drin? Gucken wir mal, was hier noch alles drin ist. Können wir uns eigentlich auch mal so ein bisschen gönnen? Da sind auch ein paar Dinger drin, die wir gebrauchen können. Also erleichtert eben den Deckbau. Und wer es noch nicht weiß oder wer es von damals nicht mitbekommen hat, die erste Gold Series, die wir gerade geöffnet haben, da war auch Crash Card Videos drin, also auch TCG. Und der ging damals über 200 Euro. Da gab es auch noch das Magazin Card Master, die jetzt halt gesagt haben. Ja, ist wirklich ewig her. Aber Nostalgie. So, die Gold Series von 2011 öffnen wir jetzt noch. Da habe ich jetzt gar nicht reingeguckt, was da drin ist. Übrigens, wir kriegen hier übrigens auch die Drachenherrscher. Aber ich glaube, das war in innerhalb der späteren. Die Lilly, die ist cool. Der ist auch cool, der hilft uns fürs Cyberdrachen-Deck. Trishula. Ja, da ziehen wir schon mal einiges Gutes raus, was wir brauchen. Schauen wir mal, was wir hier noch alles rausziehen. Die P wird langsam knapp, aber das soll uns ja nicht aufhalten. So. Und dann haben wir hier noch
Wir haben Black Laster, den Jogen. Oh ja, Jogen ist cool. Die Crow. Aber Gaddon auf 1. Oh, okay. Stardust. Ein Wind Up Send Mine. Pot. Mhm. Ja, doch, einiges Schönes drin. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar davon geöffnet. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da sind wir auch schon beim Cyberdrachen-Deck. Und zwar haben wir hier Folgendes drin. Cyberdrachen 3, 2 Drachenmark, 2 Cyberdrachen 3, 2 Cyberdrachen 3, 2. Eltalion 1, Phoenix 1, Valley 2, Wailer 3, Hohenness 2, Hyperplant 3, Darkhold, Foolish, Storm, Limiter Begrenzer, Monster Reborn, 3 MST, 2 Powerbond, 2 Netzwerk, 1 Urteil, 1 Warning, 3 Tribute und eine Emptiness, die ist aber hier auf 3, ich habe allerdings nur eine. Und im Extra Deck spielen wir das hier. Ja, Maschinenduplizierung habe ich leider nicht, aber ich habe noch was sehr, sehr Cooles und Interessantes gefunden, was ich euch noch zeigen möchte. Weil wir haben nämlich noch ein bisschen was freigeschaltet, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar halt, man sieht hier immer, dass die Starterdecks erst abgespeichert werden. Und wir sehen hier auch noch ein paar Decks von Leuten, die wir noch freischalten oder die wir schon freigeschaltet haben. Von daher, das hier war die Vorlage. So, aber jetzt wollen wir aber auch weiter. Weil wir wollen uns jetzt erstmal dem Event widmen. Und nach dem Event könnt ihr dann entscheiden, welchen Charakter wir weiternehmen sollen. Also wer der nächste Charakter ist. Und wer welches Deck wir beim nächsten Mal nehmen. Übrigens, natürlich werden wir die ganzen Decks auch nochmal in einem ziemlich guten Aufbau nutzen. Also aber auch erst in den späteren Parts. Das mit den beiden Umfragen, ich werde eine über YouTube hier machen und die andere wird in der Videobeschreibung verlinkt sein, über Strawpoll. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da die zweite Umfrage so hinkriege, dass wir da alle Charaktere mit drauf kriegen. Und da wir Julia jetzt bald fertig haben, bin ich ja mal gespannt, welchen Charakter wir dann freischalten. Weil wir können auch immer ein paar Charaktere freischalten. Und da bin ich mal gespannt, wie viele und welche noch kommen werden. Ich glaube, den DED-Typen hier werden wir hier nicht freischalten. Bin ich mir aber auch unsicher. So. Auf jeden Fall, die Stelle kenne ich aus dem Anime nicht. Habe auch bisher auch noch nicht weitergeguckt. Ach ja, diese Woche war auch Sneak. Habt ihr ja schon gesehen, Video. Und, ja, neuer Cyberdrachen-Spot ist da. Freut mich sehr. Mal gucken, ob ich diese Woche schon das Deck zeigen kann in dem Yu-Gi-Oh! Pro Duell. Muss ich auch mal schauen, wie viel Zeit und wie viel Lust ich habe. So. Dann. Ja, gegen den Super Heavy Samurai Typen und gegen Triple D. Oder gegen DDD. So. Vielleicht habe ich ja eine Whale auf der Starthand, das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ne, haben wir nicht. Okay, er wirft. Okay, also er spielt nicht Super Heavy Samurai. Waren die zu dem Zeitpunkt überhaupt schon draußen? Ich bin mir da unsicher. So. Dann greifen wir mal mit der Fanglaue an auf. Doch, ein paar scheint es schon zu geben, okay. So, was hättest du Schönes? Eine Bodenlose und eine Eitelkeit. Sehr schön. Okay, also ein paar DDD-Monster gibt es auch schon, okay. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass es schon ein paar gibt. Aber ich glaube noch nicht alles. Aber gut, es ist immerhin OCG, ich weiß es halt nicht. Ah, das hat weh getan, auf jeden Fall. Also, das war heftiger Damage.
Double MST, okay. Ich hatte gerade überlegt, ob wir den schweren Sturm nutzen. Ich würde aber sagen, wir nutzen den schweren Sturm, weil ist besser. Verlieren wir halt unsere Emptiness. Okay. Ich muss mal kurz eine Karte durchlesen. Okay. Könnten wir jetzt auch machen. Die Sache ist so, was lege ich mit Foolish in den Grave? Will ich einfach kurz reingucken, was ich da in den Grave reinlege. Ich würde eigentlich sagen, Sarah Drachen mag, weil der macht noch was im Grave. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ja, der macht noch was auf dem Friedhof, genau. So, und dann können wir jetzt den Watch of Dragon spielen. Der war übrigens eine Zeit lang ziemlich cool im TCG. Das war aber auch, ich weiß nicht, von 2011, 2012 oder so, bis 2014 oder so, glaube ich, war der ziemlich gut spielbar. Der war auch eine Zeit lang wirklich teuer, weil er, glaube ich, kein Reprint gehabt hätte oder weil er halt wirklich so gut nutzbar war als Engine. Aber ist auch schon einige Zeit her. Okay. Super viel Samurai Scales. Mhm. Ein Swordsman. Okay. Er greift an. Okay. Hä? Ah, okay. Ja, gut. Okay, er nimmt 2 Schaden und macht man uns auf 0. Ah gut, der hat ziemlich viel Schaden dafür entdecken müssen. Hätte ich glaube ich nicht gemacht. Für den Play. Wieder eine Emptiness, sehr schön. Aber die Emptiness war damals auch einfach nur ziemlich OP. Muss man halt wirklich sagen. So, er spielt den Kontrakt mit dem Hellgate. Holt sich wieder ein Cerberus. Mhm. War das die Fusionskarte? Ich glaube. Ich habe zwar das ganze DD-Zeug mal gekauft, aber ich habe es bisher noch nie gespielt. Also online klar so ein bisschen, aber... Könnte ich aber auch bald mal wieder machen, aber ja. Wartet man halt noch auf Needlefiber und alles. So, jetzt kommt der Severus. Okay. Er macht keine Xyz oder Synchro-Plays. Mhm. So, dann ist der schon mal drauf. Jetzt geht die Emptiness flöten, leider. So. Der geht auch down. Ah, jetzt muss ich nächste Runde was Gutes ziehen. Ja gut, Cyber Dragon. Wir könnten jetzt einen Cyber Drachen Nova raushauen. Ah, halt. Nein. Noch nicht. Wobei, warte mal, kann ich den Effekt überhaupt nutzen von Drachenmark, wenn ich ein Monster kontrolliere? Ich bin gerade unsicher. Ja, kann ich nicht nutzen, ja, siehst du. Ja, gut, okay. Ah, das ist schwer. Ich glaube, das haben wir verloren. So. Und noch die 2 MSTs auf die Karten. Aber ich kann immer noch einen Fortress Dragon machen, der dann wieder auf 2000, glaube ich, wäre. Also wir haben gerade das perfekte Deck für das Matchup hier. Was halt noch cooler wäre, wenn der Fortress Dragon die Karten verbannen würde, aber das wäre ein bisschen zu stark. So. Machen wir nochmal 1-2 Schaden. So, wenn Julia jetzt richtig spielt, dann haben wir das Duell noch gewonnen. Und natürlich hat er ein Destiny Draw. Natürlich.
Okay, er settet nur ein Monster, okay. Und Julia hat 3 Handkarten. Das dürfte also schon noch was werden. Ja gut, Julia hätte ruhig ein bisschen mehr machen können. So, kannst du noch was setten? Du kannst noch was setten. Da ist die Warning, sehr schön. Och, er setzt auch nur ein Monster. Okay. Mal gucken, was wir jetzt ziehen. Ein Cybertal. Das möchte ich aber nicht ausspielen. Dann greifen wir mal an. Mal gucken, was da liegt. Was war das jetzt so? Ah, okay. Mhm. Dann greifen wir mal an. Und sehr schön, wir haben das Ganze gewonnen. Sehr cool. Dann haben wir es ja gerade noch so geschafft, obwohl wir ein recht schlechtes Cyberdrachen-Deck gespielt haben. Aber für den Anfang geht's ja. So. So, und damit haben wir das Ganze jetzt beendet. Mal gucken, was wir für eine Karte kriegen. Ich glaube, bei den Tag Force 2 kriegt man auch eine Karte, wenn man den Charakter beendet. Ne, kriegt man nicht, okay. Weil das war bei Tag Force 5, glaube ich, so, und bei Tag Force 4. Doch, hier siehst du doch, du kriegst ihn ja doch. Dass du halt immer so eine Karte kriegst, die kriegst du dann auch als Playset. Die kann man auch, glaube ich, sonst nicht wirklich kaufen. Bin ich mir aber jetzt auch unsicher. Jetzt kommt hier einfach der Abspann, den wir hier aber getrost überspringen können. So. Dann speichern wir das Ganze mal kurz. So, jetzt startet das Ganze hier von neu. Also mit dem Opening und alles. Was? So. Sehr schön. Ich glaube, weiterhin haben wir jetzt nichts freigeschaltet. Doch, wir haben Zuzu freigeschaltet. Und wir haben Sora freigeschaltet. Und wir haben... Nee. Ich glaube, die beiden hatten wir davor schon. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist Zuzu neu. Gut, okay. Gut, dann, zeige ich euch mal kurz die Charaktere. Ich blende mal euch kurz ein, wen wir alles schon frei haben. Steht dann natürlich auch alles unter in dem Storepoint-Link, damit ihr mal auswählen könnt, wen wir nehmen sollen. So. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch für die erste Folge. Nein, wir wollen nicht nochmal neu beginnen. Ich will nur noch mal kurz mit euch in den Shop reingucken, ob da schon was Neues aufgetaucht ist. Auf jeden Fall haben wir hier auch schon mal das Duel Tournament, was ich auch schon ein paar Mal probiert habe. Was aber auch nicht so ist. Und hier haben wir auch das andere Duel Tournament hier, das schwerere. Was wir uns auch noch mal genauer angucken werden, aber auch erst später. Nee, hier haben wir nichts erstmal freigeschaltet. So. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Vergesst nicht, das Deck auszuwählen und das und den nächsten Charakter. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und wir sind jetzt auch schon in der Endcard. Ja, ihr wisst, wie es läuft. Links seht ihr die nächste Folge und rechts seht ihr die Playlist. Gut, ich bin dann raus. Wir sehen uns.